Herzlich willkommen, liebe Mitchristen, zu einem neuen Video in der Reihe Kirchenschätze. Hier sehen Sie den Turm unserer St. Michaelskirche in Hausen. Hinauf zu den Glocken möchte ich mit Ihnen heute steigen. Es ist recht abenteuerlich, über Leitern und Stege, quer über das Kirchendach, und man braucht gutes Wetter dazu. Hier hängen sie seit 1968, die vier Glocken unserer St. Michaelskirche. Die Christusglocke ist die größte. Sie tönt in F und die Inschrift lautet: Herr Jesus Christus, König des Weltalls, schenke uns Einheit und Frieden. Die zweitgrößte, die Michaelsglocke, klingt in Ass. Sie trägt die Inschrift: Heiliger Erzengel Michael, führe uns zum Licht. Mit dieser Glocke werden die vollen Stunden geschlagen. Die Marienglocke tönt in B. Das Spruchband lautet: Heilige Maria, Herzogin von Franken, schütze unsere Heimat. Die vierte Glocke klingt in C und ist dem heiligen Josef geweiht. Der Spruch um die Glocke lautet: Heiliger Josef, segne unsere Arbeit. Mit der Josefsglocke werden die Viertelstunden geschlagen. Von Erich Kästner stammt das Gedicht Glockenklänge des Lebens. Er schreibt: Wenn im Turm die Glocken läuten, kann das vielerlei bedeuten. Erstens, dass ein Festtag ist. Dann, dass du geboren bist. Drittens, dass dich jemand liebt. Viertens, dass dich's nicht mehr gibt. Die Reise unseres Lebens von der Wiege bis zur Bahre wird begleitet von den Kirchenglocken. Die Glocken läuten und sagen uns etwas. Sie helfen uns zu unterscheiden zwischen Werktag und Sonntag, zwischen Alltag und Feiertag. Am Morgen wecken sie uns und erinnern uns daran, Gott zu danken und schon früh morgens den Tag unter Gottes Segen zu stellen. Am Mittag laden die Glocken ein zum Innehalten auf der Höhe des Tages. Am Abend läuten die Glocken zum Abendgebet. Wir dürfen voll Dank und Zuversicht den zu Ende gehenden Tag in Gottes Hände zurücklegen. Und so klingt das Mittagsläuten von St. Michael. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute und bleiben Sie gesund.